Ich freue mich, dass ich heute bei euch sein kann, virtuell. Ich hoffe, es klappt alles mit der Präsentation gleich. Zu mir, ich komme aus der Ortsgruppe Kassel der ISO, bin in Kassel in vielen Kontexten aktiv. Wir haben hier einen kleinen Stadtteiltreff, bei dem viele ISO-Mitglieder mitwirken. Und darüber hinaus bin ich ja, immer mal wieder, mal mehr, mal weniger, so wie es die Zeit erlaubt, aktiv in Tierrechtskontexten und habe unter anderem auch über mein Studium, weil ich studiere, viel mit Klimawandel und so weiter zu tun gehabt und habe da einiges an Literatur zusammengetragen, was sehr spannend ist. Ich kann auch gerne einfach jetzt dann mal starten. Ich habe eine Präsentation mitgebracht. Die Gliederung ist so ein bisschen, wir steigen ein mit ja, einem globalen Blick auf Tierindustrie. Dann haben wir nochmal eine kleine Zusammenfassung, was global an Problemen da verursacht wird. Und dann kommen wir zu Deutschland, Tierindustrie. Und immer mal wieder zwischendurch wird euch auffallen, es gibt immer viele Fragezeichen auch mal, weil die Debatte, die läuft und es werden halt immer wieder Alternativen gesucht, wie man das ändern kann. Nur leider natürlich nicht von allen Sektoren, die davon beteiligt sind, aber das werdet ihr gleich sehen. Und genau, am Ende können wir einfach auch nochmal die Frage in den Raum werfen. Das ist von mir auch gerne so gewollt, dass wir auch über den Vortrag diskutieren. Und ich habe dann halt einfach auch eine große Frage am Ende, wie wir eigentlich als Organisation da das Ganze unterstützen können, dass sich Wandel organisieren lässt. So, das sind so die Kategorien. Ich hätte eigentlich gerne ein Fragezeichen an diese Frage dran. Es ist eigentlich also eine Frage und gleichzeitig eine Feststellung, weil gesunde und günstige Ernährung für alle ist es total wichtig. Und alternativ zur Tierindustrie ist halt einfach wichtig, weil wir halt einfach ein Klimaproblem haben. So, und damit steigen wir direkt ein. Genau, weil wir haben da die Überschrift Klimagerechtigkeit und was heißt es denn eigentlich? Wir wissen, die Klimakrise ist da und das ist nicht nur eine ethische und eine politische Angelegenheit, sondern natürlich auch eine ökologische. Das heißt, es sind viele verschiedene Perspektiven in dieser Klimakrise zu berücksichtigen. Genau, es sind auch wirtschaftliche Gründe mit drin, also Perspektiven mit drin. Und die Klimakrise verschärft eigentlich Konflikte in allen Aspekten unserer Gesellschaft, und zwar global. Genau, und wenn wir zurückgucken in der Historie, hat der globale Norden generell eine Verantwortung eher gegenüber dem globalen Süden, weil durch die kolonialen Strukturen, die damals aufgebaut wurden, schon in den zum Beispiel afrikanischen Ländern und so weiter und so fort, die Ausbeutung der dortigen südlichen Länder liegt schon halt sehr weit zurück. So, also es geht bis zum Kolonialismus zurück, weil damals auch tatsächlich ja die Länder auch besetzt wurden, sag ich jetzt mal, weil man dort Ressourcen erbeuten kann. Ne? Genau. Und für ein gerechtes Klima und dass halt nicht die Folgen des Klimas auf die schwächeren oder Länder im globalen Süden abgewälzt werden, braucht man halt eine umfassende Systemtransformation. Genau. Und jetzt kommen so ein paar Zahlen. Das ist immer ganz interessant, wobei ich da gleich dazu sagen werde, auf den nächsten Folien, Zahlen sind immer an Forschung angegliedert und Zahlen verändern sich. Und wenn man recherchiert, findet man teilweise auch widersprüchliche Zahlen.
Das basiert darauf, dass einfach unterschiedliche Forschung betrieben wird, unterschiedliche Instrumente zur Messung und unterschiedliche Methoden angewandt werden, wie verschiedene Dinge berechnet werden. Und da ist sich die Agrarwissenschaft auch immer nicht so ganz einig, wie man welche Dinge berechnet. Aber was wir wissen, ist, dass die Treibhausgasemissionen des Ernährungssystems, wenn allein, also die alleine reichen, dass wir das 1,5-Grad-Ziel reißen. Was im Moment sowieso ein bisschen in Frage steht, ob das überhaupt, wenn wir so weitermachen wie bisher, ist es ohne Frage, erreichen wir es nicht. Und es ist sowieso ein bisschen immer die Frage, ist es überhaupt noch realisierbar, dass wir 1,5 Grad, das 1,5-Grad-Ziel erreichen. Genau. Und selbst wenn alle klimaschädlichen Emissionen, sonstige Emissionen verschwinden würden, das Ernährungssystem hat so einen massiven Emissionsausstoß, dass es da auch wieder extrem schädlich wäre. Genau. So, da haben wir es dann ein bisschen aufgegliedert. Also für diejenigen, die nicht wissen, was das IPCC ist, was hier in eckigen Klammern steht. Das ist so der internationale Klimarat, sagt man immer. Und die berechnen quasi die Klimaauswirkungen der ganzen Emissionen. Die erstellen Berechnungen und Szenarien auch. Manch einer, der hier zuguckt, kennt vielleicht auch die einzelnen Szenarien mit diesen 1,5, 2 Grad, 3 Grad und so weiter. Und da ist halt vielfach das IPCC beteiligt. Und die berechnen das halt. Und aus einer Berechnung geht hervor, dass die Landwirtschaft mit an ihren Strukturen und die Landnutzung 23% der globalen Treibhausemissionen ausmacht. Und das gesamte Ernährungssystem sogar 37% aller globalen Treibhausemissionen. So, also da ist dann halt auch ne, mit diesen 37%, die unten stehen, das dann nochmal alles Mögliche mit eingerechnet, was in das Ernährungssystem, was man normalerweise, wenn man Anbau oder Produktion von Nahrungsmitteln sieht, nicht rein, also reinrechnet, wie Verarbeitung, Verpackung, Transport und so weiter. Genau. Und die Tierindustrie ist ja, also einige werden es wissen, die Tierindustrie ist aufgegliedert in einen großen Teil des Marktes an großen Konzernen. Große Konzerne verdrängen auch immer die kleineren landwirtschaftlichen Betriebe. Und es gibt so global gesehen fünf große Fleisch- und Milchkonzerne. Das ist Fonterra, Dairy Farmers of America, Cargill. Also wird auch hier bei uns benutzt, teilweise für Viehfutter und so weiter. Tyson Foods und JBS. Das sind so die fünf größten. Und die haben halt, die emittieren zusammen so viel wie der Exxon-Mobil-Ölkonzern. So, also wenn man sich das mal anguckt, dann sieht man auch die Relationen und sieht, dass halt dieser Sektor genauso wichtig ist wie der Verkehrssektor dann, was Klima betrifft. Genau. Ja, und da wird es dann nochmal so ein bisschen aufgeschlüsselter auf die globale Fleischproduktion. Im Rückblick hat sich die globale Fleischproduktion der letzten 50 Jahre fast vervierfacht. Aus dem Weltagrarbericht von 2017. Und die Prognose ist natürlich auch nicht sehr schön. Wir werden bis im Jahr 2050 ungefähr 9 bis 10 Milliarden Menschen auf der Erde sein. Und wenn wir den momentanen Verbrauch an Tierprodukten
aufrechterhalten wollten, müsste die Fleischindustrie ihre Produktion um 50 bis 73% erhöhen, um dieses Maß aufrechterhalten zu können. Und das ist halt ganz schön viel. Und man kann sich vorstellen, dass das nicht lange gut gehen würde. Und man kann sich auch fragen, ob das überhaupt global erreichbar sein könnte. Genau. Und wenn wir halt natürlich auch gerade bei Tierproduktion und Fleischproduktion sind, die Tiere müssen auch was fressen. Und hauptsächlich wird Soja als Futtermittel untergemischt. Es gibt noch andere Futtermittel wie Mais und so weiter. Solche Presssilage gibt es auch, die besteht immer teilweise auch aus Soja. Also Soja nimmt einen sehr großen Anteil an dem Futtermittel für die Tiere ein. So, und da haben wir dann so ein bisschen ein paar Statistiken, woher das EU-Soja kommt. Und es kommt natürlich hauptsächlich aus Brasilien. Das ist der größte Batzen mit 37%. Manch einer wird es auch mitbekommen haben oder vielleicht alle hier. In Brasilien wird der Regenwald gebrandrodet, damit man dort dieses lukrative Soja anbauen kann, weil es nämlich in die EU exportiert wird, unter anderem. Also man kann sich auch, also als kleiner Seitentipp, es gibt immer von der Heinrich-Böll-Stiftung, ich habe auch die rechte Grafik ist auch daraus, diesen Fleischatlas. Der wird jedes Jahr oder alle 2 Jahre rausgegeben. Und da sieht man dann auch nochmal aufgeschlüsselter, wie Import und Export von Brasilien und den einzelnen Ländern von Soja genau für die Tierindustrie passiert. Und da sieht man dann halt auf der rechten Grafik, sieht man auch sehr schön, wie Brasilien halt eben einen Sprung nach oben gemacht hat. So, also das war so um die 2000er Jahre rum, hat es angefangen, dass es da dann einfach die Produktion sehr steil nach oben gegangen ist in die Anbauflächen. Genau, und hat mittlerweile, ist mit den USA gleich auf. So. Und das ist halt ein echtes Problem, weil viele werden das wissen, Regenwälder sind quasi, werden als die Lunge der Erde bezeichnet, weil da einfach sehr viel CO2 gebunden wird. Und wenn man die Wälder halt brandrodet, dann wird dieses CO2, was in den Wäldern eingelagert ist, wird freigegeben. Und das ist halt ein echtes Problem. Genau. Und wir haben, wenn wir dann mal sehen, wie viel Handlungsbedarf gibt es denn überhaupt in der Tierindustrie, in der globalen, also es ist global zu sehen, wenn wir bestimmte Klimagradziele einhalten wollen. So, und aus der Grafik kann man auch sehr schön sehen, wenn man zum Beispiel bei einem 1,5-Grad-Ziel bleiben möchte, was sowieso nicht unbedingt, das ist fraglich, ne? Aber wenn wir das bis 2015 erreichen möchten, dann liegt also der Emissionsanteil, wenn man das umrechnet, der Tierindustrie bei 81%. Das heißt, wir haben einen sehr hohen Handlungsbedarf, jetzt schnell was zu tun eigentlich, damit wir 1,5 Grad bis 2015 erreichen können. Und das ist nur die Emissionen aus der Tierindustrie. Wenn wir davon ausgehen, wir haben ein 2-Grad-Ziel bis 2050, dann reduziert sich das Ganze natürlich etwas. Genau. Und ja, also das ist nicht sehr schön und daraus lässt sich halt auch der Anteil an Klimawandel und an der Erderwärmung von der Tierindustrie ablehnen.
Und jetzt können wir einfach noch mal ein bisschen zusammenfassen, was das eigentlich heißt, was da passiert. Mit der globalen Tierindustrie, mit dieser massiven Produktion. wir haben natürlich eine Gesundheitsgefährdung von Mensch und Tier durch den hohen Einsatz von Antibiotika, damit die Tiere nicht krank werden, weil es ist eine sehr hohe Besatzdichte in den einzelnen Betrieben da, damit sich das natürlich auch kapitalistisch lohnt. Deswegen bekommen die Tiere teilweise standardmäßig Antibiotika. Das begünstigt natürlich alle möglichen Arten an antibiotikaresistenten Keimen. Also ich war vor kurzem 2 Tage im Krankenhaus. Man wird sogar standardmäßig mittlerweile getestet, wenn du ins Krankenhaus kommst. Zumindest ist es hier in Kassel so. Ob du auf Antibiotika, also ob du Keime in dir hast, die antibiotikaresistent sind. Du bekommst einen Abstrich gemacht und das Blut wird danach untersucht, damit die direkt wissen, okay, wenn irgendwelche Komplikationen sind, wissen sie schon, welche Antibiotika bei dir nicht mehr helfen. So. Und das passiert halt unter anderem, die Produktions- und Brutstätte dessen ist in den großen Massentierstellen. Genau, und das Ganze begünstigt natürlich, also diese ganze Konstellation von Regenwaldabholzung, dadurch, dass Tiere dann der Lebensraum genommen wird, das alles begünstigt natürlich solche Viruserkrankungen, wie wir sie jetzt gerade haben. Covid-19 ist so eine Zoonose und es wird sehr stark vermutet, dass eben das damit zusammenhängt. Und was natürlich die Tiere, die leiden unglaublich. Also es gibt Züchtungen, zum Beispiel Puten, die werden so gezüchtet, dass sie sehr schnell sehr viel Schlachtgewicht ansetzen. Die können nicht mehr laufen. Die Beine können dieses Gewicht nicht mehr tragen und die sitzen dann und bekommen halt teilweise auch, ne, wie man es auch aus den Dokumentationen kennt, deformierte Beine, weil die sind einfach nur ein Wachstum eigentlich, die sind nicht ausgewachsen, aber das Gewicht können sie nicht mehr stemmen. So. So, das ist das. Und dann haben wir natürlich auch, was wir überall auch mitbekommen, zumindest Menschen, die in unserer Organisation aktiv sind, die wissen das. Wir haben eine massive Ausbeutung von den Arbeiterinnen, zum einen in den Schlachtbetrieben, zum anderen aber auch in den großen Zuchtbetrieben, die massenweise halt eben in den Massenstellen die Tiere da aufziehen. Und es ist eigentlich Usus, dass es gibt kaum oder keine Tarifverträge. Es gibt vereinzelte Haustarifverträge, aber die gelten halt dann eben nur immer dort. Und die sind meistens eher schlecht. Es gibt kaum Betriebsräte, das heißt, also die Durchsetzung der Arbeiterinnen ist halt extrem schlecht, die Organisation auch. Organisation ist deswegen auch sehr schwierig, weil es viele verschiedensprachige, meistens südostsprachige Arbeiterinnen dort sind. Hauptsächlich bulgarisch, rumänisch, so diese Ecke, teilweise auch aus südlichen Ländern hier in Europa. Genau, und das ist halt alles sehr schwierig, da dann auch Organisationen hinzubekommen. Subunternehmen sind eigentlich, ne, also muss ja seit dieses Jahr Festanstellung sein, wird aber, und das ist ein kleiner Spoiler, trotzdem gemacht. Es ist illegal mittlerweile. Aber wo kein Kläger, kein Richter und wo keine Kontrollen, da juckt es den Arbeitgeber nicht. Gibt einen solchen Fall, da wird es stark vermutet und genau. Damit einhergeht auch die Unterschreitung von Mindestlöhnen, weil nochmal, wo keine Kontrollen, da interessiert das den Arbeitgeber auch oftmals nicht. Und je günstiger eine Produktion, desto lohnenswerter für so ein kapitalistisches Unternehmen.
Die Arbeitstage sind meistens sehr lang. Und das ist halt einfach sehr, sehr große körperliche Belastung, sowohl in den Schlachtbetrieben als auch in den Betrieben zur Aufzucht. Da so ein kleiner Einschub. Man kann auf YouTube finden eine Dokumentation aus einem französischen Schlachtbetrieb. Die Dokumentation heißt Personaleingang. Und die Dokumentation legt den Fokus auf die körperliche Belastung von Arbeiterinnen. Also wer sich das angucken will, das ist französisch mit Untertiteln, aber es ist super gemacht und Arbeiterinnen sprechen auch darüber, was für eine unglaubliche auch psychische Belastung das ist. Also sie haben teilweise lebenslang Albträume, teilweise Gelenkerkrankungen durch diese Arbeit. Genau, also es ist nicht sehr schön. Genau, und dann haben wir auch globale Ungerechtigkeiten natürlich, ne? Also durch diese ganzen subventionierten Exporte, da kommen wir gleich nochmal ein bisschen drauf später, zerstört das Lebensgrundlagen in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Indien und so weiter, weil diese verbilligten Exporte aus der EU zum Beispiel dort natürlich sehr viel günstiger angeboten werden und der heimische Markt einfach dadurch zerstört wird. Genau, auch durch Landraub teilweise oder Landgrabbing, wie man es im Englischen sagt, Menschenrechtsverletzungen wegen Futtermittelanbau und dadurch einfach, ne, also der globale Norden beziehungsweise die Industrieländer haben da halt einen sehr großen Anteil dran. Ja, jetzt kommen wir zur deutschen Tierindustrie. Deutschland ist fünftgrößter Fleischexporteur weltweit und der größte in Europa. Genau, es gibt noch diese Flächenländer wie Brasilien und den USA. China spielt da auch noch mit, ne? Also diese Global Player. Und die wechseln sich immer so ein bisschen ab in dem Ranking, aber so die fünf größten sind meistens die gleichen. Genau, und die deutsche Tierindustrie steht natürlich in Konkurrenz mit diesen anderen Ländern. Und das geht halt natürlich nur, ne, mit einer Konzentration von großen Betrieben und hoher Tierbesatzdichte. Und ne, also Ausbeutung von Mensch und Tier, wie wir es eben auch schon mal hatten. Und dieser Importe der Futtermittel, die natürlich woanders angebaut werden, weil dort die Ressourcen eben dafür ausgebeutet werden. Genau. Und hier auch nochmal die massive staatliche Subventionierung. Da komme ich, wie gesagt, gleich auch nochmal drauf. Eben hier. Ja, genau. genau. Und zwar gibt es natürlich diese Subventionierung in Deutschland der Tierindustrie. Man muss dazu sagen, da steht die Agrarlobby dahinter, die natürlich ein Interesse haben, dass diese Subventionierungen immer weiterlaufen. Das Bündnis gemeinsam gegen die Tierindustrie hat Anfang dieses Jahres, begleitet auch von einigen medialem Echo, der Spiegel, der Stern und so weiter, die haben darüber berichtet, eine Studie rausgegeben. Die haben die kompletten Subventionen quantifiziert, die, also nicht die kompletten, weil es gibt einige Subventionen, die man nicht quantifizieren konnte. Aber die meisten, die man aufzählen konnte, haben sie summiert und es sind 13 Milliarden Euro. Jedes Jahr wird in die Tierwirtschaft gegeben, reingegeben, zusätzlich noch zu dem, was man eigentlich selber, wenn man zum Beispiel, ich nicht, aber andere wahrscheinlich, Tierprodukte kauft, man zahlt Steuern da noch drauf, so. Und das kommt, diese 13 Milliarden kommen nochmal obendrauf. So. Was da mit reinspielt, ist die EU-Agrarförderung. Die ist so angelegt, dass nur flächengebundene Direktzahlungen gemacht werden. Das heißt, der Betrieb mit der größten Fläche bekommt am meisten
Und da selektiert sich das natürlich schon von Natur aus, weil das wird dann halt, das ist eine Monopolisierung der großen Konzerne. Und dadurch finanziert natürlich Deutschland und die EU direkt das ganze System mit. So. Wer sich für die Studie interessiert, ist total spannend. Ich habe später auch noch mal einen Link zu dem Bündnis von der, also zur Website von dem Bündnis. Da kann man sich die Studie auch runterladen und lesen. Genau. Und 2017, das sind so ein paar Zahlen, was 2017 in der deutschen Tierindustrie so produziert wurde an Tieren. Und was sehr interessant ist, weil die nächste Folie darauf sich auch nochmal bezieht, ist, wenn man anschaut, wo diese Produktionsgebiete sind. Ne? Also wenn wir hier die Deutschlandkarte sehen, dann können wir mal gucken, dass es ja Konzentrationen an Produktionsgebieten gibt. Und wenn ich jetzt das hier sehe, das ist Tierindustrie und Landnutzung. Im Zusammenhang mit Mooren. So, und wenn ihr diese Karte anseht, dann seht ihr direkten Zusammenhang. Das sind nämlich die gleichen Gebiete, die wurden damals oder immer noch teilweise, wird Moor trockengelegt, um dort eben Tierindustrie aufzuziehen, hochzuziehen. Genau. Und Moore sind eigentlich, wenn die verschwinden, Klima, haben eine große Klimaauswirkung, weil die sehr viel CO2 speichern. Und wir können hier auch mal einen Fußabdruck von einem Kilogramm Milch in Kilogramm CO2-Äquivalent umgerechnet. Das ist aus einem Moorstandort circa 4 Kilogramm entspricht das. So, und wenn man dann die Verbreitung der Moorböden auch nochmal sieht, dann seht ihr, na, wie das mit der, ich mache das nochmal kurz zurück. Na, also dann seht ihr auch diesen direkten Zusammenhang mit diesen Böden, wo es trockengelegt wurde und wo eben jetzt landwirtschaftliche Nutzfläche ist. So, und landwirtschaftliche Nutzfläche heißt im Allgemeinen, das ist immer so ein bisschen irreführend, weil in der vorherigen Folie habt ihr auch die Überschrift vielleicht gesehen, ich hoffe. Die allermeisten Tiere, die in Deutschland produziert werden, werden im Stall produziert. Die sehen niemals Tageslicht. Das, was der Mensch, also die Bevölkerung und der Bürger, die Bürgerin so sieht in Werbung oder in solchen tollen Bildern, wo die Kuh auf der Weide ist oder wenn man mal in ländliche Gebiete fährt, dass man da so 10 Kühe stehen sieht, das ist natürlich nicht aufzurechnen mit dem Verbrauch, den es in Deutschland gibt. So. Also die Tiere müssen irgendwo gehalten werden und das passiert halt im allermeisten Fall in Ställen. So. Genau. Und dann sind wir nämlich bei der Landwirtschaftslobby, bei der Tierlobby. So, also der größte Verband der Tierlobby ist der Deutsche Bauernverband. Die haben sehr weitreichendes Netz, haben teilweise Schlüsselpositionen. Haben natürlich, sind vernetzt mit der CDU, CSU und mit deren Landwirtschaftsministerien und blockieren gerade und bis vor kurzem und immer wieder Gesetze für Umwelt, Klima, Verbraucherinnen und Tiere, eben weil sie den kapitalistischen Aspekt natürlich mehr gewichten als Umwelt, Tiere und ja, dass wir uns gesund ernähren können. Vom Deutschen Bauernverband, hier auf der rechten Seite, ein Papier zur Klimastrategie. In dieser Präambel ist hier so schön markiert, die bei der Produktion in der Landwirtschaft entstehenden Emissionen von Treibhausgasen sind zwar im Vergleich zu anderen Sektoren vergleichsweise gering und basieren
häufig auf natürlichen Prozessen, die nicht generell zu vermeiden sind. Das ist nicht richtig. Wie wir vorhin auch gesehen haben. So, und der zweite Satzteil ist hier halt entsprechend generell nicht zu vermeiden sind. Und das ist halt eben auch, also das heißt im Grunde nichts anderes, wie wir möchten eigentlich nichts und wir möchten das anders lösen. So, genau. Und da der Deutsche Bauernverband zum großen Teil Mitglieder beherbergt, die natürlich mit der Tierindustrie verbandelt sind, halten die natürlich daran fest und sagen, naja, es ist überhaupt keine Option, wir brauchen die Tierindustrie, weil dadurch können wir die Welt ernähren. Und das ist halt auch nicht richtig. Also ich wollte diese Foliensammlung nicht noch größer machen, wie sie schon ist, aber man findet auch da wunderbare Aufarbeitungen, wie viel Landnutzung es gibt und wie das sich verändert, wenn man das anders anbaut, mit weniger Tiernutzung, weniger Tierprodukten und so weiter. So. Aber wie gesagt, da der Deutsche Bauernverband sehr verbandelt ist mit der Tierindustrie, möchten die eher nochmal eine Intensivierung der bestehenden Tierhaltung, eine Steigerung der Effizienz durch Züchtungen. Das wird im Moment experimentiert in der tierbasierten Forschung, ob es nicht irgendwelche Züchtungen gibt, die nochmal anders Fleisch ansetzen, die nochmal anders, also bei Kühen zum Beispiel, nochmal anders diesen Methanausstoß und das Futter verarbeiten und solche Dinge. Und eben auch durch Einsatz künstlicher Futterzusätze auch nochmal die Emissionen gesenkt werden können. So, das können natürlich auch Lösungen sein, zusätzlich. So, in Form von ersten Maßnahmen. Aber es ist nicht die Lösung. Das funktioniert so nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn wir sehen, dass wir bis zum Jahr 2050 bei 10 Milliarden Menschen auf der Erde sind. So, und das ist jetzt eine tolle Sache eigentlich auch zum Diskutieren, weil das wird immer wieder gerne diskutiert. Ich habe da auch überall Fragezeichen dran gemacht, weil bäuerliche Tierhaltung statt Tierindustrie. So. Das Ding ist erstmal, was versteht man unter bäuerliche Tierhaltung? Die Definition ist sehr breit. Man kann zum Beispiel darunter verstehen, okay, ist es die Größe der Betriebe, ist es die Haltungsform, ist es die Fütterungsform und so weiter und so fort. Oder ist es die Summe aus all dessen? Also bäuerliche Tierhaltung ist ein sehr dehnbarer Begriff. So, deswegen muss man mit dem schon mal grundsätzlich vorsichtig sein. So, und dann ist es natürlich auch so, wenn man jetzt davon ausgeht, okay, man hat zum Beispiel weniger Tiere, man hält die anders, man füttert die anders und so weiter, dann ist es sehr viel ineffizienter, weil natürlich sehr viel weniger Kilogramm Fleisch aus einem Tier produziert werden würde auf viel längere Zeit als die aktuelle Form. So, also es ist schon mal so ein bisschen schwierig. Genau, und das Problem ist einfach, das sehen wir auch gleich nochmal, dass wir nicht sagen können, okay, wir machen so ein bisschen weniger und hier ein bisschen weniger und da ein bisschen weniger, weil das funktioniert einfach nicht mehr. Wir brauchen Alternativen dafür, und die muss man sehr groß angelegt eigentlich diskutieren und in den Medien ist das immer noch so ein bisschen schwierig, so, weil ne, es gibt viele verschiedene Interessengruppen, wie jetzt eben halt auch der Bauernverband und so weiter. Aber das ist eine sehr interessante Diskussion, zu die einen. Genau, und da ist dann jetzt halt auch zum Beispiel noch so ein paar Argumente, die es einfacher machen könnten im Vergleich zu anderen Änderungen fürs Klima. Zum Beispiel bei der Reduktion von der Tierproduktion
bräuchte man nicht unbedingt so viele neue Technologien. Wenn man das vergleicht zum Beispiel mit der Stromproduktion, man muss sehr viele neue Energien da erfinden und so weiter. E-Auto ist ja auch noch so eine Sache. Es gibt keine Risikotechnologien, wenn ich einfach nur die Tierproduktion reduziere. Dann habe ich kein Fracking, kein Atom etc. Problem. Ich habe kein Problem mit der CO2-Einlagerung. Es gibt keine Erdbeben und so weiter und so fort. Und das kommt auch gleich in der nächsten oder in der übernächsten Folie. Es ist praxiserprobt, weil die heutige Tierindustrie, wie wir sie jetzt kennen, ist erst im 20. Jahrhundert entstanden. Anfang des 20. Jahrhunderts mit der Industrialisierung fing das langsam an und nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Tierindustrie eigentlich explodiert. So, weil damals wurde so der neue Wohlstand propagiert und Fleisch gehörte irgendwie zu jeder Mahlzeit. Am Anfang gab es immer den Sonntagsbraten und je größer und besser auch die Produktion wurde und je größer die Tierbestände wurde, desto eher konnten sich die Menschen das leisten und desto mehr hat der Konsum auch zugenommen. So. Aber es gibt Regionen auf unserer Erde, da ist traditionell der Verzehr der Tierprodukte sehr gering. Wie zum Beispiel in Teilen vom afrikanischen Kontinent, in Indien und so weiter. Genau, und das ist hier, diese Folie habe ich gemeint. Das ist der Tagesverbrauch der Länder zwischen der Unterscheidung tierisches und pflanzliches Protein. Und da kann man das auch sehr schön sehen. Also Indien hat einen sehr geringen Verbrauch an tierischem Protein. Asien auch, Subsahara-Afrika auch. Und dann fängt es nämlich an anzusteigen. Lateinamerika, ehemalige Sowjetunion, China und so weiter und so fort. So, und was natürlich nicht verwundert ist, dass die Europäische Union zusammen mit USA und Kanada fast an der Spitze steht. So, und wenn man sich diese Grafik anschaut, sieht man auch, es gibt sehr wohl Länder, da geht das wunderbar. So, also ich kann auch sagen, ich war vor Jahren 3 Wochen lang mit dem Rucksack in Indien unterwegs. Das Essen ist vorzüglich. So, und man bekommt da wunderbare Gerichte. Und anders als hier und in Europa ist es so, dass du gar nicht suchen musst auf der Speisekarte, wo es jetzt Produkte gibt ohne Tierprodukt oder wo weniger Fleisch drin ist oder so. Das ist da einfach gang und gäbe, das ist normal. So. Genau, und das ist auch wieder ein Fragezeichen. Weil Chancen und Grenzen des Veganismus. Einerseits kann es eine Chance sein, andererseits gibt es natürlich auch Grenzen und die muss man auch ansprechen. Die Grenze ist natürlich die, dass man einfach mal nährstoffmäßig gucken muss. Ich zum Beispiel, ich lebe vegan, ich kann sagen, Vitamin B12 braucht man, das bekommt man eigentlich nur aus tierischen Produkten. So, also das ist so ein Gegenargument, was auch gerne benutzt wird. Aber wir sind durch unseren technologischen Fortschritt in der Lage, Vitamin B12 synthetisch herzustellen. Mit relativ im Vergleich zur Tierindustrie relativ geringen Mitteln. So. Genau, ist es auch so, wenn wir jetzt selbst individuell sagen, ja, ich werde jetzt Veganer und das ist gut und wenn alle vegan werden würden in Deutschland, dann wäre das voll gut. So einfach ist es nicht. So. Weil die Produktion steigt ja trotzdem, denn da hätte ich gerne noch eine Grafik eingebaut, aber ich habe gedacht, das wäre zu viel. Deutschland produziert 130% seines Bedarfs so und der Überschuss geht komplett in den Export. So.
Und da muss man sich dann halt auch fragen, okay, individueller Veganismus ist halt ein Teil des Ganzen, so, aber es kann nicht die alleinige Lösung sein. Genau. Und jetzt das war auch wieder ein Fragezeichen, weil es gibt nicht die alleinige Lösung, sondern es gibt viele verschiedene Lösungen und Lösungsansätze. Und diese Punkte, die habe ich aus der Endcard, sag ich jetzt mal so, von der Studie von gemeinsam gegen die Tierindustrie rausgenommen, weil das sind Teile der Forderungen, die das Bündnis zum Beispiel hat, was das Bündnis auch aus wissenschaftlichen Gegebenheiten für gut hält, wie man das reduzieren könnte und was man damit machen könnte. So. Also Abbau von mindestens 80% der aktuellen Tierbestände ist notwendig, wenn wir uns die Zahlen vor Augen halten. Und das muss auf sozial gerechte Weise passieren. Was natürlich die Arbeiterinnen, ne, wenn man sagt, okay, wir müssen diese Tierbestände abbauen, dann muss man natürlich auch die Betriebe entweder abbauen oder umbauen, was natürlich heißt, Arbeitsplätze fallen in dem Bereich weg. Aber es gibt mittlerweile sehr viel pflanzliche Alternativen. Es gibt andere Technologien noch, die ich jetzt nicht anspreche, wie weil ich wieder ein neues Fass aufmachen würde. Aber man kann das alles umschichten so. Also die Arbeiterinnen müssen damit einbedacht werden auf alle Fälle. So, dann Großkonzerne vergesellschaften und in Pflanzen verarbeitende Betriebe unter Selbstverwaltung der Arbeiterinnen stellen. Dazu gibt es Beispiele von landwirtschaftlichen Betrieben, nicht gerade kleinen Betrieben, die das gemacht haben, die dieses Risiko, diesen Schritt getan haben. Und natürlich ist es ein Risiko. So. Aber es gibt diese Beispiele und an diesen Beispielen sollte man eigentlich festhalten und die vervielfältigen, weil es funktioniert. So, und dann natürlich Umwandlung der Gelder, sprich der Subventionen, in Förderprogramme für pflanzliche Produktion. So, weil das wird gerade gar ist überhaupt nicht subventioniert. So. Also der eine Teil, diese 13 Milliarden Subventionen gehen halt nur in die Tierindustrie. So, und da muss man sich auch nochmal vor Augen halten, weil manchmal so in manchen Bereichen das Argument kommt, ja, weil das Fleisch so günstig wäre, ja, eben wegen diesen Subventionen. Und wenn man diese Gelder umleiten würde, dann wäre, und das ist nämlich der Punkt und die Alternative auch, weil gesunde Ernährung für alle, dann, wenn diese Gelder pflanzliche und Gemüse und alles auch subventionieren würden, beziehungsweise stattdessen, könnten viel mehr Leute davon profitieren. So. Und natürlich ist eine regionale Nahrungsversorgung wichtig. Also diese ganze Geschichte, wie wir beuten Länder aus Übersee für Futtermittel aus, ist halt einfach Quatsch. So, und das ist halt eben auch nochmal anhand der Zahlen bis 2030. Muss der Verzehr von Fleisch, Milch und Eiern halt einfach rapide sinken. Und dazu braucht es Bildungskampagnen, weil das ist ein Hauptproblem, dass Menschen einfach zu wenig wissen darüber und nur so auch über Bildungsprogramme kann man auch die Menschen erreichen. Genau. So, und das reiße ich jetzt nur ganz kurz an. Es gibt hier, ich komme ja aus Kassel, ich glaube, zweitgrößten Geflügelverarbeiter der EU. Das ist Plukon von der Plukon Food Group. Und da gab es vor kurzem auch eine Aktion. Also hier links und rechts oben sind Bilder der Aktion. In der Mitte, das ist eine Demonstration, die jetzt gerade vor kurzem stattgefunden hat, in Bramstedt. Und links und rechts unten, das ist von der NGG,
die nämlich auch einen gerade Tarifkampf haben für einen Tarif in der Fleischindustrie. Und bei Plukon in Gudensberg gab es eine Versammlung, wo wir dann auch dort waren. Genau. Genau, und nur ganz kurz noch, weil ich rede schon so lange. Ich habe ja vorhin das Bündnis gemeinsam gegen die Tierindustrie schon angesprochen. Das ist halt ein Bündnis von vielen verschiedenen Einzelaktiven und Gruppen aus der Klimabewegung und aus der Tierrechtsbewegung. Bei Bündnistreffen sind immer so zwischen 60 und 80 Menschen da, die aber ganz vielfach Gruppen im Hintergrund haben. Und die Aktionen, die schon gelaufen sind, könnt ihr hier auch sehen. Und der Plan für diesen Sommer, und jetzt komme ich gleich zum kleinen Werbeblock, ist eine Massenaktion in Niedersachsen. Das ist ein Aktionscamp und das sieht so aus. Zwischen dem 12. und dem 17. Juli gibt es in Rechterfeld bei Niedersachsen vor den Toren von PHW, das ist einer der großen Konzerne in Deutschland und die haben relativ viele in anderen Ländern auch sehr viele große Schlachtbetriebe, stellen Wiesenhof her, sehr bekannt. Genau, und da gibt es eine Blockadeaktion mit angeschlossenem Camp. Das wird gerade mobilisiert. Man geht momentan davon aus, das ist so angemeldet. 200 Leute circa sind, Tendenz steigend. Und genau, also wer da Lust drauf hat, gerne hingehen. Ich habe da auch noch unten, da findet man auch den ganzen Aufruf, weil ich habe das so ein bisschen ausgeschnitten, so die Dinge, die wichtig sind. Aber auf der Homepage, die ich hier verlinkt habe, wenn ihr die haben wollt oder so, dann stelle ich die auch gerne noch mal in den Chat. Genau, da findet man auch noch weitere Informationen. Genau. So, und jetzt bin ich ein Glück endlich am Ende. Und da ist halt wieder so ein Fragezeichen, ne? Also, was ist zu tun, um den Wandel zu organisieren? Was können wir als politische Organisation und Einzelaktive konkret vor Ort beitragen? Ist pflanzlich-ökologischer Nahrungsmittelanbau sinnvoll? Und wie erreicht man die Masse der Bevölkerung? Aber auch gern alle anderen Diskussionen und Fragen. Ich bin gespannt.